Oh je. Апоси. Апоси. Was du da machst? Ja, keine Ahnung, der ist da in den Schrank reingeklettert. Da hinter dir. Nein, nicht bei mir, hinter dir. Guck mal da. Hinter dir, guck da. Guck, guck, guck. Guck, wo er sitzt. Guck, 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 wo er sitzt. Willst du nicht? Da, guck. Hast du gesehen? Diese Katzen. Katzi. Katzi, dein Bruder ist aufgewacht. Es ist ja auch Guck erst mal. 18 Uhr. Sein Puschel. Man sieht einfach nur sein Puschel. Es ist bei uns heute nur Chaos. Nur Chaos, weil wir uns auf die Norwegen-Reise vorbereiten. Dann kriegen wir am Wochenende ganz viel Besuch von meiner Verwandtschaft. Das müssen wir auch alles vorbereiten. Ja, sehr, sehr chaotisch heute. Außerdem tut mein Arm voll weh, weil ich heute wieder zwei Impfungen bekommen habe. Ja. Meiner tut auch gut. Marcel tut auch weh, hat auch eine Impfung bekommen. Aber nur eine. Aber bei mir schlimmer. Ja, jedenfalls Chaos. Chaos pur. Ne? Bup, 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 bup. Übrigens, vielen Dank für die ganzen Hinweise, dass man unsere Tochter im letzten Video im Ausschnitt gesehen hat. Mir ist das total untergegangen, weil ich habe mir eigentlich das ganze Video durchgeguckt und da gab es noch einen Ausschnitt, das habe ich dann ausgeschnitten und diese 2 Sekunden habe ich komplett übersehen, aber ihr habt mir rechtzeitig geschrieben und dann habe ich das nochmal korrigiert. Haben zwar bestimmt einige Leute gesehen, aber ja, nicht so schlimm, war ja weiter weg und ja, wichtig ist ja, dass man nicht die ganze Zeit die Kamera drauf hält. Und ja, also es ist halt, was würde denn, was würde die Leute denn aufregen? Also ich meine, die Leute, die auf Kinderbilder und Babybilder so sich darüber anders freuen, sage ich mal. Es ist halt diese ganzen Mami-Blogger, die ihre Kinder halt die ganze Zeit in die Kamera halten und Windeln vor der Kamera wechseln oder sie ihre neuen Schwimmbadeanzüge präsentieren. Sowas geht halt gar nicht. Aber ich denke nicht, dass mir jetzt sofort irgendwelche Leute folgen werden, die halt diese Absichten haben, die einen Screenshot davon zu machen, im Dark Web zu verbreiten, weil man das halt 3 Sekunden gesehen hat. Ja, also ich hoffe zumindest nicht, dass das der Fall ist. Ja, und wir machen zwar viel, also wir geben zwar viel Privates an die Öffentlichkeit, immer noch nicht so viel, wie wir könnten, beziehungsweise klar, also ich erzähle euch das, was mich nicht stören würde, wenn die Leute das wissen. So, es gibt natürlich auch viele private Sachen, die ich euch nicht erzählen kann oder nicht möchte. Aber trotzdem, ich versuche euch so viel wie möglich in unserem Alltag mitzunehmen. Ja, und dann gibt es halt auch private Sachen, die halt nicht online gezeigt werden. Wir machen das so in unserem Ausmaß und versuchen dabei natürlich trotzdem unser Kind zu schützen. Das ist ja das Wichtigste, nicht wahr? Aber du bist auch mein Kind und dich werde ich auch beschützen. Ja. Ja, das ist ja auch so ein Thema, ne? Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken.
Recken. Ja, was machen wir jetzt? Wir waren heute eigentlich ziemlich viel draußen mit Cosmo. Er hat viel rumgemaunzt und dann habe ich eigentlich den ganzen Tag nur aufgeräumt. Und irgendwelche Videos gedreht. Ich warte eigentlich noch auf einen Kratzbaum, der ankommen soll, aber irgendwie kommt er nicht. Schwierig. Apolli. Hey, lauf nicht weg. Ich wollte sagen, du siehst aus wie Apollo der Baumeister. Verstehst du? Nicht Bob der Baumeister, sondern Apollo der Baumeister. Du hast wieder den ganzen Tag verschlafen. Weißt du das eigentlich? Den ganzen Tag. Dieser Puschel hat einfach den ganzen Tag verschlafen. Und jetzt will es raus. Gurcha. Kommst du mit? War heute auch den ganzen Tag ohne Geschirr draußen. Aber es war so viel los. Unsere Nachbarn machen irgendwas so im Garten mäßig mit irgendwelchen Firmen. Deswegen haben die Katzen Angst, über den Zaun zu springen. Was auch ganz gut so ist. Ja, Katzi. Du? Willst du auch raus? Nein? Dann bleib hier. Oh, ich sag's euch, Leute, heute ist so ein stressiger Tag. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes eigentlich machen wollte. Was ist los? Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen wollte. Wo ist Apollo? Stalkt er schon wieder die Nachbarn? Lass uns das mal genauer angucken. Und Marcel wollte eigentlich nur das Wohnmobil vorfahren, damit wir das schon mal beladen können. Ach, da ist der. Irgendwie ist der jetzt auch schon seit einer halben Stunde verschwunden. Apollo! Ich wollte gerade sagen, Platz. Dann hätte es so ausgesehen, als hättest du auf mich gehört. Tja. Das nächste Mal bin ich einfach schneller. Wie siehst du denn schon wieder aus? Wie siehst du schon wieder aus? Guck dir das mal an. Du bist ein kleines Schweinchen, weißt du das? Ja, ja, das bist du. Mensch, Apolli. Das ist ja unglaublich, wie du aussiehst. Was ist das? Wo hast du das her? Hä? Lag das hier auf dem Boden? Wer soll das alles wieder rausbürsten? Ich oder was? Und dann beißt du mich und kratzt mich, weil ich dich mal wieder bürsten muss. Weil dieser Puschel so dreckig ist. Ja, siehst du? Eklig. Habe ich dir doch gesagt. Nein, du schaffst das nicht alleine. Ich muss dich bürsten. Apollo hat jetzt Angst gekriegt, dass ich wirklich zu Bürsten greifen werde. Und sagt, ich mache alles alleine weg. Lass mich bloß in Ruhe. Mit deinem Teufelsding. Kannst Cosmo bürsten gehen. Ich krieg das selber hin. Cosmo, hilf mal deinem Bruder zu putzen. Der ist voll dreckig. Guck. Hast du gehört? Ja.